Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum The Legend of Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht weiter, wir sind aktuell im Feuertempel, haben unseren letzten Schlüssel aufgebraucht. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal in dem Raum vielleicht noch ein paar schöne Schatzkisten finden. Das wäre ganz nice. So, hier gibt es erstmal eine Skulti, Leute. Ba, ba, ba. Sehr nice. Aua. Ah, ist auch wieder überhaupt nicht relevant, ne? Leider. Schade. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, was es hier noch so zu holen gibt. Hier ist eine Tür. Aber die holen wir uns nachher noch. Da ist ein Schlüssel, der benötigt wird. So, da, guck mal. Ah. Da können wir noch einen Goron befreien. Der hat auch, glaube ich... Hat er was Relevantes? Ja, okay, ein Herzchen. Tschüss. Viel Spaß. In der Freiheit. Und ein Herzteil für Majora's Mask. Okay. Nehmen wir natürlich mit. Ich weiß gar nicht. Das war es jetzt auch hier, glaube ich, an relevanten Dingen. Hilfe. Ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich schon durch die Tür durch. Guck mal hier. Kann ich hier... Nee, leider nicht. Ich dachte, ich kann vielleicht hier irgendwie die Vogelscheuche beschwören. Aber ich glaube, hier mit dem Kamerawinkel komme ich da sowieso nicht weiter. Gibt es denn sonstig noch hier irgendwelche Türen? Nee, ne? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hinten durch die Tür durch. War so klar. Oh, Hilfe. Ist das eine gute Idee? Ich glaube, jetzt kommt der Stein gleich zurück. Okay, Schwein gehabt. Schwein. Ja. Okay, raus hier. Shit, hier ist auch nur noch ein Krone drin. Dann sind wir hier fertig erstmal, Leute. Das war's. Mehr können wir nicht machen. Hier gibt es noch ein Skulli-Symbol. Schade. Ja, dann ist der Feuertempel erstmal abgeschlossen soweit. Mehr können wir nicht machen. Ich hätte einen Schlüssel mir sparen können, dann hätten wir noch eine Ebene weitergehen können, aber das war's erstmal. Ja, ich würde sagen, als nächstes Wassertempel. Wir grasen die jetzt einfach mal Stück für Stück ab. Also hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Wenn wir die Hoverboots hätten, könnte man den Boss machen, aber haben wir nicht. Dementsprechend, ja, weiter geht's, ne? Was haben wir denn für Songs? Haben wir den Song vom Haiasee? Ne, ich glaube nicht, gell? Was ist denn das schnellste jetzt? Ich glaube tatsächlich einfach wie eine Nocturne der Schatten. Ich glaube ja. Wir gehen einfach direkt zum... nach Kakariko, gehen raus, holen uns Epona, reiten zum See und gehen in den Wassertempel rein. That is the plan. Dann habt ihr schon mal ein bisschen Pause auf den Ohren. Ne, die Musik ist ja doch etwas anstrengend. Auf Dauer. Und wir gehen jetzt schön in den Wassertempel rein und hoffen mal, dass da eine bessere Musik ist. Vielleicht eine idyllische. Aber man weiß es nicht. Einfach wieder Pokémon-Musik, das wär's ja. Vor allem die hier ist voll leise, ne? Im Gegensatz zu Pokémon. Finde ich. Hätte ein bisschen besser angepasst werden können. Ich meine, das war ja auch nur einfach so ein Pfeil, den ich mir runtergeladen hatte. Den ich dann hier reingepackt hatte. Aber im Gegensatz zu der Pokémon-Musik ist das hier schon echt leise. Muss man einfach zugeben. Ich frage mich halt immer noch, habt ihr irgendwo die Hexe gesehen? Warte mal, die Säge haben wir doch auch schon abgegeben, oder? Haben wir die Säge nicht auch schon abgegeben, Leute? Oder? I'm not sure. Huh. Okay. Epona. Na, 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 na. Die Hexe hat man doch bestimmt auch schon irgendwo, oder? Wir können doch als Erwachsener noch in den Wüstentempel, in den Geistertempel.
Da waren wir auch noch nicht unterwegs. Also es gibt schon noch ein paar Sachen zu holen. Zu tun. In Ocarina of Time, wie in Majora's Mask, können wir noch ein paar Sachen machen. Also grundlegend, wenn ich ein bisschen nachdenke, fällt mir eigentlich immer was ein, was ich machen kann. Wenn ihr aber auch Ideen habt oder Guesses, wo ich nochmal hingehen kann, wo ich vielleicht nochmal was holen kann, was ich unter Umständen vergessen habe, weil ich da noch ein bestimmtes Item nicht hatte, schreibt mir das gerne nochmal in die Kommentare. Dann holen wir das auf jeden Fall nach. So ist es. So theoretisch könnte man den Wassertempel halt aufmachen. Also was heißt auch machen? Wir könnten den theoretisch auch den Boss machen. Ich weiß nur nicht, ob das ohne Longshot geht. Ich glaube nämlich nicht, wenn man nicht gerade irgendwie rumbacken möchte. Also rumklitschen. Egal. Wir gehen mal in den Wassertempel und gucken mal, wie weit wir kommen. Außerdem bin ich scharf auf die Musik. So, die Stiefel hätte ich vielleicht ein bisschen später anziehen sollen. Aber das geht schon. So, rein da. Leute, was wird das für Musik sein? Oh! Ach, schön. Phantom Hourglass, schöne Overworld-Musik. Hä? Aber das ist doch Hyrule Field, oder? Wahrscheinlich eben Phantom Hourglass? Bin ich jetzt falsch? Keine Ahnung. Die gefällt mir auf jeden Fall. Das ist eine ruhigere Musik, die ist ein bisschen entspannter, glaube ich. Ich denke, da seid ihr auch meiner Meinung, oder? Schön. Okay, wir grasen mal alles ab, was geht. Wir können einfach so anfangen, wie man normalerweise auch anfängt. Hier rein und dann treffen wir theoretisch erstmal auf Rudo. Was wir jetzt natürlich nicht machen, weil Rudo gibt's noch nicht. Die ist noch nicht existent, die ist noch nicht geboren. Die steckt noch in Yabu Yabu fest, theoretisch. Stimmt. So, machen wir gleich mal den ersten Raum. Mit den kleinen Stacheligeln. Wow. How bad. So. Weg damit. Ba. Du, du, du. Okay. Erstmal useless Truhe. 20 Rubine für Majora's Mask. Wie waren... Oh, ich kann den Wasserstand auch nicht verändern, ne? Ach, kacke. Kann ich hier nicht auch eine Fee beschwören? Irgendwie? Nö. Ich kann den Wasserstand nicht verändern. Das kommt mir jetzt auch erst als Gedanke. Stimmt, ich brauche Zeldas Wiegenlied. Wow. Okay. Das ist schlecht. Normalerweise hätte ich jetzt hier auch ordentlich was holen können. Jetzt ist halt die Frage, kann ich überhaupt noch irgendwo jetzt was machen hier großartig? Das ändert halt schon wieder einiges. Ach Leute, jetzt tut's schon wieder weh. Ich glaube, für viele Dinge brauche ich den Longshot. Ich könnte obenrum hier vielleicht den Weg hier einschlagen. Hilfe. Und darüber komme ich ja auch nicht, oder? Mit dem kurzen Fanghaken, den ich habe. Weil da geht's ja zum Boss. Aber ich glaube, da komme ich nicht hin. Nope. Okay. Ja dann, Wir könnten hier weitermachen.
Und unten erstmal alles auslassen. Da haben wir aber auch eine Skulti, die essentiell ist. Ja, ich weiß nicht, Leute. Was meint denn ihr? Sollen wir jetzt hier weitermachen? Wir haben halt das Wiegenlied nicht. Das ärgert mich gerade. Okay, das ist auch wieder einfach nur Minusrubin. Wir können eigentlich nur Schattenlink besiegen und dann kommen wir da an der Stelle auch nicht weiter. Ich glaube, es bringt es halt auch nicht, hier weiterzumachen. Sorry, Leute. Ist auch useless. Was können wir noch machen? Im Schattentempel können wir nicht weiter. Im Wüstentempel haben wir zu wenig Schlüssel. Wir könnten jetzt den Waldtempel erstmal weiter fokussieren. Soweit es geht. Aber wir haben jetzt auch nicht so viele Schlüssel für den Waldtempel. Das heißt, da wird auch irgendwann Schluss sein. Majora's Mask. Komm, wir sind jetzt einmal in Ocarina of Time. Wir gehen jetzt nochmal kurz in den Waldtempel rein. Würde ich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich muss nachgucken. Ich hatte es aber erst. Easy. Ba ba bam. Und einmal in die verlorenen Wälder, bitte. Okay, da kommen die Siedler. Let's go. Ja, gucken wir mal, ne? Was wir hier so vollbringen können noch. Das letzte Mal kam man nicht weiter, weil wir zu schwach waren als Erwachsener. Nee, wir waren zu klein. Oh. Konnte mich schon gar nicht mehr an die Musik erinnern. Einen Schlüssel haben wir noch. Aber da können wir auch nicht so viel mitmachen, glaube ich. Hier waren wir, glaube ich, schon überall fertig. Was war denn das jetzt für eine Musik hier, die wir haben? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ja, wir machen richtig Dungeon-Crawling, ne, gerade. So, tschüss. Aber ich lebe halt einfach gerade in der Hoffnung, dass wir irgendwo ein cooles Item bekommen, was uns in irgendeiner Stelle erstmal so weiterbringt, dass wir irgendwas Neues richtig krass abschließen können. Da lebe ich gerade einfach mit. In der Hoffnung. Wir könnten auch nochmal einen Skulti-Check machen, ob wir irgendwo noch Skultis holen könnten, die wir vergessen haben. Genau, ich glaube hier. War das hier? Den muss ich erstmal ganz zur Seite schieben. Ba, 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 ba. Ja, ich war nämlich stark genug, aber das Problem war halt einfach, ich war nicht groß genug. Ich kam den Stein nicht hoch, das war das Problem. Auch richtig lustig. So, jetzt muss ich den von der anderen Seite schieben. Aha. So, und dann haben wir es auch gleich. Ja, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch irgendein Item bekommen, ansonsten... Ja, müssen wir wirklich Majora's Mask weitermachen. Da hätte ich dann gesagt, wir... Okay, da hätte ich ein paar Ideen in Majora's Mask. Wir könnten einerseits in den Bergen weitermachen. Und andererseits könnten wir in Majora's Mask auch mal dieses Spiel der Lieblinge. Oder der Lieblinge? Heißt das Lieblinge? Ich glaube ja. Ne, wo du da quasi jeden Tag einmal hingehen musst und war das nicht hier auch irgendwie? Konnte man hier nicht auch irgendwie? Ne, okay. Wo man jeden Tag hingehen muss, musst einmal Bogenschießen machen, einmal Bomben werfen, einmal Krabbelminen. Ne, ihr wisst, was ich meine. Da, das können wir auf jeden Fall auch nochmal angehen. Okay, da mal Herzchen. Und dann geht's auch schon hier nicht mehr weiter. Wir brauchen einen Schlüssel. Yay, Leute. Okay, das war alles sinnlos, was ich gemacht habe. Huhu, cool. Ja, Leute, dann, keine Ahnung, Wüste?
Wüste nochmal abchecken? A, runter A, rechts, runter A. Bam, ba, ba, bam, bam, bam. Ba, ba, ba. Ich will eigentlich in der Wüste nur mal ganz kurz gucken, was wir da in dem... Da, wo normalerweise die Fee drin ist, was da drin ist. Das will ich mal kurz abchecken. Weil das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Vielleicht ist da noch irgendwas Relevantes. Ach, eine Feenquelle. Auch eine Sache, die ich nicht machen kann. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen wirklich zurück nach Majora's Mask und da mal die Zeit zurückdrehen. Ich glaube ja. Kakariko. Zeit zurückdrehen. Ja. Aktuell keine weiteren Ideen. Irgendwo muss ja auch diese komische Hexe sein. Haben wir die nicht schon mal irgendwo gesehen, diese Hexe? Der müssen wir halt den Pilz geben. Aber ich habe es immer noch nicht auf die Ketten bekommen, wo die Hexe sein soll. I don't know. Ja, Brunnen ist halt nochmal so eine Sache, wie gesagt. Da können wir auch nochmal reingucken. Aber da sind halt alles solche Sachen, die sind alle unvollständig. Die haben wir jetzt alle angefangen. Wassertempel. Könnte man ein bisschen weitermachen. Okay. Da kriegen wir ein Item im Wassertempel. Dann könnte ich da durch die ganzen Türen und Gänge nochmal durchgucken. Vielleicht kriegen wir auch noch zwei, drei andere Items. Ist jetzt... Ja, möglich, dass ich da nochmal... Aber ganz ehrlich, dann stehe ich da wieder vor der verschlossenen Tür, komme da wieder nicht weiter. Würde ich ganz ehrlich erstmal machen, wenn wir den Longshot haben und Zeldas Wiegenlied. Dann bin ich voll dafür, dann gehen wir nochmal rein in Wassertempel. Feuertempel, Schlüssel und Hoverboots. Waldtempel, Schlüssel. Spirit Tempel könnten wir auch nochmal gucken gehen, aber theoretisch brauche ich da auch Schlüssel. Und die Hoverboots sind da auch sehr nützlich. Jo, ansonsten... Wir können hier nochmal ganz kurz gucken, was war da noch bei der Feenquelle drin? Ist da die Hexe vielleicht? Wir müssen die Hexe irgendwo schon mal gesehen haben. Theoretisch haben wir alle Eingänge. Es gibt keinen Ort, wo wir aktuell noch nicht hin können, oder? Ich glaube nicht. Irgendwo muss die Hexe sein. Die würde ich halt gerne... Ich würde das gerne los... Ach so! Wir waren hier noch nicht, weil... Handschuhe. Handschuhe haben wir mittlerweile? Mal die goldenen Handschuhe? Nö. Okay, können wir nicht hochheben. Wir brauchen goldene Handschuhe, dann können wir hier weitermachen. Hä? Stimmt. Wir haben nur die silbernen. Ja, many things. Oh, ich habe noch eine Idee. Wir haben jetzt den Gron und wir haben das Lied vom Gron. Wir haben auch alle Masken. Das heißt, theoretisch könnten wir überall diesen ganzen, diesen Zeitstein, die Lieder vorspielen, ne? Den vier Zeitsteinen. Die Frage ist nur, wo waren die denn nur alle wieder? Ich weiß, dass mega viele in den verlorenen Wäldern in Ocarina of Time waren. Also mindestens zwei, vielleicht auch drei. Aber haben wir die alle schon mal gesehen gehabt? Ich glaube, da muss ich mal durch die Videos durchgehen. Also das könnte man machen. Das können wir auf jeden Fall abschließen. Das wäre, glaube ich, ein guter Akt, den wir mal machen könnten. So. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt allgemein erstmal wieder in Majora's Mask rein. Das mit den Steinen, das werde ich mir mal offscreen überlegen. Ob wir da irgendwo was machen können. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, denke ich. Oder? Was meint ihr? I think so. So, was war denn eigentlich hier drinne? Hier war der Stall.
Den Kühn hat man, glaube ich, schon vorgespielt, ne? Ich mache nochmal ganz kurz. Einfach aus Sicherheitsgründen. Jo, das war schon fertig. Und hier der andere Laden müsste, glaube ich, auch schon abgeschlossen sein. Ah, das war das Ding. Okay. Hinten der Laden ist auf jeden Fall fertig. Da bin ich mir relativ sicher. Dann haben wir das auch. Okay. Aufnahme Majora's Mask. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Tschüssi.